Herzlich willkommen zur nächsten Folge zu The Outer Worlds. Vermutlich schon das Ende. Es fühlt so danach an. Ich gehe davon aus, dass das große Finale jetzt ist. Und ich bin gespannt. Überall nochmal ein bisschen Loot hier. Hello. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Okay. Kommunikation. Noch nicht. Status. Okay, alles okay, okay, okay. Protokolle. Öffnen Sie diese verdammte Tür, Bill. Nein. Du bringst uns alle um. Lieber euch als die Kolonisten. Das ist doch Schwachsinn. Wenn wir dieses Schiff nicht intakt halten, sterben sie doch sowieso. Ein notwendiges Risiko. Resi berechnet unseren Kurs. Das Schiff wird ankommen. Du spielst mit dem Leben von hunderttausenden Menschen und du suchst dir aus, welche du in deinem Wahn verschlingen willst. Verdammt, Lexei. Suchen wir einen verdammten Bohrer. Captain, hörst du das? Höre ich was? Ich habe aufgehört zu bohren. Vielleicht machen sie eine Pause. Vielleicht ist er kaputt. Vielleicht versuchen sie, ins Kühllager einzudringen, wenn sie es schaffen, bevor sie verhungern. Dann überleben sie uns. Mach weiter, Resi. Ich kümmere mich darum. Ich glaube, es gibt nur noch mich. Ich weiß nicht, was Captain Hound da unten getan hat, aber er ist nicht zurückgekehrt. Und den Bohrern haben sie seitdem nicht mehr genutzt. Seitdem nicht benutzt und... Ich bin fertig. Der Kurs ist programmiert. Ich bin an meiner letzten Ration angelangt und ich möchte nicht so enden wie Donna. Finde dein Ziel, Hope. Okay. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Ich bin bereit, mit der Hope zu springen. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Spring mit der Hope nach Tartarus. Jump starting the skip drive. Destination set to Tartarus. Ich nehme den Sprung selbst. Oder macht sie es? Ich nehme den Sprung selbst. Ich weiß, was ich tue. Does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The zero-point drives corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport. And this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something, now. So hinten in der Sonne so puff. Oh good. We are still alive and have successfully skipped into Tartarus's orbit. The board has initiated contact. I believe they're eager to speak with you once you've returned to the ship. Oh, I feel like I've been turned inside out.
Let's not do that again. Okay, wir müssen uns aber schnell raus hier. Error. Hulk crew data not. Die Aussage ist falsch. Error. Paradox. Error. So, wir haben es erfolgreich geschafft. Die Hope ist in der Taraturus angekommen. Mal gucken, was jetzt so ergeben wird. Voilà. Zack. Auf der anderen Seite ging es rein, ne? Ja. So, was? Mit wem müssen wir reden? Kehrt zu deinem Schiff zurück. Da sich die Haupt nun im Orbit von Darus befindet, solltest du zur Unrebel zurückkehren und mit Sophia sprechen. Sophia! Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. La? Ich würde sagen, es wird jetzt wieder Level Up werden. Aber jetzt sind die anderen Quests alle abgesagt, leider. Aber na gut. Bin jetzt gespannt. You have a message from Sophia Akande. Captain, you have an incoming transmission from Tartarus. Attention, Captain of the Unreliable. This is Chairman Rockwell. I'm on Tartarus and, we need your help. Thanks to your intelligence, we successfully captured Phineas, but he's... Well, he somehow turned the tables on us. That crackpot scientist has caused a riot among the prisoners and unpaid laborers. It's a law-damned bloodbath down here. As if that weren't enough, he's gone and taken Sophia hostage. I'm not gonna mince words. The situation is dire. I need your help. Er hat einen Aufstand angezettelt, hat jetzt einen Vollkommenstand verloren. Nee, ich bin schon auf dem Weg. Make haste, Captain. We're losing men by the... Oh, fuck. Fuck! They're at the door. I need to hide. Hurry! Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. Miss Akande needs our help. I guess we should go for the good of the colony. Take action against bacteria with Sam's proprietary cleansing tincture. It kills 72.01% of all germs and skin cells alike. Captain, your service to the board has been invaluable. If you wish to claim your rightful place in Byzantium, you must help them crush the riots in the labyrinth. Dann wollen wir mal sehen, ob sich das alles gelohnt hat. Long as we get our money before they get out, the prison jumpers will be set. Whatever may await you, it's best not to dock at the prison until you're sure you've settled your affairs and closed out any unfinished business. Es war klug, dass ihr zu mir gehalten habt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Are you kidding? You get invited to the most interesting parties. I'm in. I'm with you to the end. I ain't abandoning my crew, Captain. In my experience, you can try to run, but the past always catches up in the end. I'm committed to seeing this through. Reminder, this unit is no longer under warrant. Waiting on your command, Captain. Oh, wäre noch mehr Level Up geworden. So, also mal überzeugen. Pam. Ah.
Krawatte. Oh. Denkst du, ich könnte irgendwann bei Schiffen in Not anheuern? Quasi als selbstständige Mechanikerin, so wie Ellie. Die hatte es ja auch als Ärztin selbstständig gemacht. Das frage ich mich hin und wieder. Puh, da kriegen wir schon die Meldung, dass wir... dass das unsere letzte Wahl ist. Aber ich würde sagen, ich würde gerne noch die anderen Quests machen. Das hier. Felix will Hauser persönlich treffen. Reise zu den Landwirts auf Skala, um dich mit ihm persönlich zu unterhalten. Voila. Remember, items in the hold may shift during takeoffs and landings. So. Also noch nicht ganz das Ende. Ja, stimmt ja, dieser Quest stimmt ja irgendwas nicht. Ah, jetzt. So, Felix auf Skella. Okay, auf Skella. Dann würde ich tatsächlich statt Pavate dann Felix mitnehmen. Wir müssen jetzt hier noch alles abarbeiten, Leute. Ah. Sam's Garantie ist abgelaufen. That is not good. I have to say that. Schade, ich dachte echt, wir kriegen diese 50 Folgen noch vor. Wer weiß, wie lange sich jetzt das noch in die Länge strecken wird. Ich habe schon gehört, es soll dann auch sogar ein DLC noch zu dem Spiel geben. Ich freue mich, also. Spiel macht ja Spaß. So ist es ja nicht, also. Meiner Meinung nach kann man das immer zocken. Sondern die Festplatte ist zulassen, die Festplatte wird nicht voll. Na? Hey, you. Looking for something? Nein. Okay, ich dachte, der verfolgt mich jetzt. Komme ich irgendwie rein? Na. Da. Hallo, hallo, hallo. Da. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? Ich lasse euch euch zwei die Sachen allein klären. I thought you were dead. Or throwing yourself against the walls of some re-education center. That's been 5 years, Clyde. The best thing you can say is, hey there, Hullhead? No, Felix. The best thing I can say to you is yet to come. Also, I'd like to have a word with your captain. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. Wie lange würde es dauern? Wir müssen weiter. I'm afraid I have not made myself clear. Felix may have served you with childlike aplomb, but the day will come when he puts away childish things and serves a higher cause. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day he and I would change the colony together. That day has finally arrived. I remember that promise. Thing is, I've already got a crew. And I'm not sure I can walk away. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Du wirst ihn an der Prüfung erziehen. Du willst ihn an der Prüfung erziehen.
Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Lass uns mal so tun, als ob ich mich um das Problem kümmere. Was passiert anschließend? Then Felix will have done me a favor and I will be grateful. I imagine we'll catch up on lost time. Have a long talk about his future. Okay. Was hat dieser Taskic angestellt, dass er den Tod verdient? Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed five of my own in Tuck Tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the Groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Was sagst du dazu, Felix? I say we take the job. If you're sick of me taking up space in the ship, you can part ways when it's done. There you have it, Captain. A favor for an old friend. In Ordnung. We get rid of this traitor for you and I'm in? I mean, assuming I want it. We're building a new world together, Felix. You'll want in. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Okay. Hört sich ja einfach an, ne? Ich bin eigentlich mehr so aufs Ende gespannt, als noch irgendwelche familiären Sachen zu klären. Das ist der Preis, den man bezahlen muss. Jetzt bin ich ja schon wieder. Ich laufe einfach ganz nach links. So, und das schon hat es funktioniert. Warte mal, wir sind zwei auf die Groundbreaker. Boah. Jetzt müssen wir wirklich auf die Groundbreaker wieder. Okay. Für Felix. Wir machen das. Ich meine, hey, ich zieh's auch nur unnötig das Ende in die Länge, aber was soll's? Das Spiel geht ja noch nicht lang genug. Es sind erst 42 Folgen. Auf die 50 will ich es noch kriegen. Oh oh. Da ist mir gerade mein Stick runtergefallen. Da ist er. Das wäre jetzt gleich problematisch gewesen, ohne Stick zu spielen. Aber wir haben ja. Warum wetten, dass wir Phineas irgendwie überreden können? Ich meine, auf 100 sind wir jetzt. So, Groundbreaker. Ja, zack. Ich muss jetzt ehrlich sein, wir werden jetzt nur die Quest für Felix machen. Crash, wir werden nur die Quest für Felix machen. Ja. Ich meine, für die anderen habe ich ja keine Bindung so wirklich aufgebaut. Die anderen haben mich gar nicht interessiert, nur Parvati. Hätte ich jetzt Felix durchgehend auf Mission dabei gehabt, hätte ich vielleicht auch eine bessere Bindung aufgebaut. Durch seinen Dialog immer wieder, aber... Eigentlich ist mir der Tür eigentlich egal. Am liebsten würde ich jetzt einfach sagen, hier, verpiss dich. Quest ist abgebrochen, das wäre mir am liebsten. Aber wir tun ihm noch diesen Gefallen und wir übergeben ihm dann seinen Vater. Da, wo er hingehört. Genau. Da ist er dann auf dem richtigen Platz. Ich würde noch gerne kurz einmal meinen Ruf ansehen. Wir sind eigentlich fast überall gut gesinnt, ne? Dafür, dass wir viele Sachen ausgelöscht haben. Also, läuft. Ist auch lange her, dass wir hier auch rumgestülpt sind, ne? So. Ich suche nach einem Kerl namens Rufus Dust. Er wurde mir gesagt, dass er hier in der Gegend lebt. Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. Ja. That's Harlow's mark. No Zeichen.
Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. Ich werde das kein Haar krumm. We're not? Oh, right, yeah. We're non-violent sorts. Real diplomatic. All right, you made your point. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Danke. Lassen Sie mich vorbei. Konfrontiere Trask. Dann haben wir das auch fertig. Also ich hoffe nicht, dass wie bei Parvati jetzt wieder so eine 10 Quest-Missionen gibt dann wieder. Tu dies und das. Sondern einfach nur das. Und das reicht schon. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.